Und damit willkommen zurück zu Folge Nummer 30, ATM 3 Remix. Ich habe hier mal, ist jetzt relativ kurz nach der letzten Folge, wir lassen das hier mal laufen, das sieht alles recht gut aus, auch von oben. Kurz das Jetpack wieder anmachen, mal kurz nach oben gehen. Ups. Ich hätte vielleicht mal das Spiel neu starten sollen, aber egal. Wie ihr seht, die Felder werden bearbeitet und abgeerntet und so weiter und so fort. Das läuft wie ein Uhrwerk. Ich war gerade mal gucken auch hinten im... ich muss mal kurz Minecraft-Ton wieder anmachen. Habe ich vergessen? So, jetzt. Ich war hinten gerade mal gucken wegen dem hier. Das läuft auch. Und hier seht ihr... Wir haben wieder 13.000 und wir haben einen ganz klitzekleinen Backlog an Holz. Sofern die Kohle voll ist, wird das auch wieder komplett sein. So, wir haben ja jetzt hier ein bisschen Platz. Das muss ich unbedingt noch zumachen. Und heute werden wir uns mal darum kümmern, dass wir ein bisschen mit Applied Energistics weitermachen. Und zwar, mit dem Auto-Crafting, habe ich mir so gedacht. Wir haben eine 64, ach gut, dann können wir gleich den Kondenser bauen. Kondenser, den hier, Matter-Kondenser, dann, dann nehmen wir mal die 64K Storage-Zelle raus, stellen den Kondenser mal einfach hier hin. Der muss natürlich angeschlossen werden. Wo sind unsere Kabel? Da. Dann kommt da die 64K Storage-Zelle rein. Und wir wollen Matterballs machen. Ne, nicht Matterballs, sondern Singularities. Jetzt brauchen wir ein paar Exporter. Also wir brauchen, habe ich noch ein paar? Ne, Storage. Ach, ich habe sogar noch Storage-Bus im Inventar gehabt. Okay. Einen Exportbus. Und dann brauchen wir noch eine Capacity Card. Haben wir eine Basic Card, Advanced Card? Ne, Capacity brauchen wir. Capacity? Nehmen wir mal zwei Stück. Schließen dann hier den Exportbus an. Hauen da die Capacity Cards rein. Und jetzt nehmen wir uns Diorite. Also Diorite. Andesite. Wo ist dieser hässliche Stein? Sandstone, Spectralens. Da, Andesite. Wie hieß denn der andere Stein? Wartet mal, wir gehen mal kurz nach oben. Da habe ich nämlich alle ja schön ordentlich aufgelistet. Also alles das, was wir nicht haben wollen. hier... Granite, das ist Slate, Limestone, Limestone nehmen wir auch mal, Endstone brauchen wir, Granite, Diorite, Limestone, ja, das sind glaube ich die vier, die ich nicht haben möchte. Und setzen die hier rein, zack, 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 die werden jetzt hier reingepumpt. Können wir noch eine Speed, Acceleration. Nehmen wir mal eine Acceleration-Card noch, dann geht das ein bisschen schneller. So, wird jetzt hier alles reingepumpt, also alles Diorite, Andesite und so weiter und so fort. Alles das, die Steine, die wir nicht brauchen, die ich auch nie verwenden werde. Und daraus werden jetzt die Singularitäten geformt. Braucht 256.000. Ich werde das in der Zwischenzeit irgendwann nochmal erweitern. Obwohl, können wir gleich machen. Komm, wir machen das gleich. Add, Applied, Export, Exportbus, genau. Nehmen wir gleich mal zwei. Capacity. 1, 2. Dann brauchen wir noch Level-Emitter. ME-Level-Emitter. 2 Stück.
So. Jetzt. Das Gute ist, wir können das ja alles schön verstecken. Das ist ja ganz toll. So, jetzt kommt hier noch ein Exportbus. Hier ein Exportbus. Dann oben drauf kommt ein Level-Emitter. Halt, die will ich. Den müssen wir mal drehen. Nehmen wir mal weg. Ich muss wieder die Fackeln rausnehmen, weil ansonsten stelle ich wieder überall sinnlos irgendwelche Fackeln hin. Ein Cable. Okay. Das ist doof. Habe ich noch Anker? Cable. Oh, wie hießen die? Plug? Wie hießen die denn? Die kleinen Dinger hier. Eigentlich hießen die Anker. Naja, egal. Dann machen wir nämlich hier einmal und hier einmal und hier einmal. Zack. Dann kommt der Level-Emitter. Wo sind wir jetzt? Da ist er. Ich brauche mal die Quarz. Quarz-Wrench. Ich glaube, das geht mit der. Können wir den damit drehen? Nee. Wie können wir denn jetzt den Level-Emitter da... Ich muss mal kurz hier oben ein bisschen Platz schaffen. So. Weil der Level-Emitter soll ja darauf zeigen. Nicht? Der soll ja eigentlich hier hin zeigen und ein Redstone-Signal ausgeben. Ach nee, nicht die. Die will ich nicht. Kabel. Dann können wir hier unten mal wegankern alles. Kabel. Ups, den habe ich vergessen. Da auch noch ein Anker hin. Und dazu mit auch. So. Damit die sich nicht immer verbinden. So und so. Und hier drauf soll jetzt der Level-Emitter. Ups. Der ist, glaube ich, ein zu hoch, nicht? So, warte mal, noch ein Kabel weiter runter gehen. Ne, der ist wieder zu tief. Muss doch hier hin. Level-Emitter. So, ups. Halt, wir brauchen mal ganz kurz was. Und zwar, das, was wir am meisten haben, ist nämlich Cobble und Stone. Der exportet... wir brauchen auch Redstone-Card. Damit die gesteuert werden können, brauchen wir dafür eine Redstone-Card. Crafting, Fuzzy, Redstone-Card. Da haben wir sie. So. Gut. Always active without signal. Der wird jetzt programmiert, das Cobblestone und alles, was unter, wenn ich unter 25.000 emit, wenn levels are above or equal, emits, wenn below. Das heißt, wenn er jetzt below, genau, wenn er below, wenn er unter 25.000 Kabel ist, wird das Level ausgelöst. Und der kriegt den. So, das heißt, müsste jetzt recht fix gehen. Wir müssen mal gucken, was unser Kabel macht. Nee, wird nicht exportiert. Achso. Weil er noch nicht angeschlossen ist. Haha. Gut, das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite. Ups, jetzt komme ich hier nicht durch. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite, nachdem wir hier geankert haben.
mit Stone. Da kommt der. Ach, der Level-Emitter ist jetzt natürlich ins Inventar geflogen. Ne? Level. Da ist er. So, müssen wir mal kurz runtergehen. Zack. Stone. 500. Na, hier machen wir mal ein bisschen mehr. Weil Stone brauche ich immer ein bisschen mehr. Emits Level when below. Gut. Dann wird der mit Stone gefüllt. Kriegt eine Redstone Card und Active Without Signal. Und das geht jetzt relativ fix. Und jetzt müssen wir die beiden noch ans System anschließen. Und jetzt sollte das sogar noch schneller gehen. So, jetzt müssten eigentlich. Genau, das wird weniger und das wird auch weniger. Und weil wir gerade sind, brauchen wir noch ein paar Acceleration Cards. Wir haben eine liegen. Ich würde gerne pro noch zwei Acceleration Cards reinlegen. So. Und so. Und das sollte jetzt dazu führen, dass das noch schneller geht. Genau. Und gleichzeitig wird hier drinne mehr aufgefüllt. Und das war der Part. Jetzt nehmen wir uns so ein bisschen Stone. Müssen das hier wieder ein bisschen verstecken. So. Einmal zumachen. Facades habe ich noch. Facades glaube ich habe ich nicht, aber ich habe die Anker. Wie war das? So. Und dann so? Ja, sehr gut. Sehr schön. Dann können wir das nämlich auch. Ach, hier kommt sogar ganz normaler Stone. Hier, ja, halt, Jetpack an. Hier können wir sogar ganz normalen Stone hinmachen. Und dann drehen wir einmal rum. Und machen einmal zack. Und zack, ouch. Und, ja, das war falsch. Das war falsch. Fassad. Da ist sie. So, ich wollte eigentlich den da, nicht den. Na egal, mache ich später dann. Mache ich dann später fertig. So, das heißt, wir haben unseren Kondenser aufgebaut. Der produziert jetzt unsere Singularities. Hier wird Sugarcane, hier wird Ding. Dann gehen wir erstmal schlafen. So, dann brauchen wir Add Applied Crafting. Wir brauchen Crafting Units. Wir bauen jetzt mal 8. Daraus wird dann ein Crafting Coprozessor, 2 Stück. Was haben wir an Ding vorbereitet. Wir haben eine 16K. Ja, okay. Crafting bauen wir gleich einmal eine 16K Crafting Unit. Die stellen wir hier hin. Coprozessor. Dann brauchen wir. Ich glaube, ich baue mal gleich ein paar 4K. Oder 2, 1, 2. Nein, 4K. 1, was fehlt denn da in der Mitte? 4K. Was fehlt da? Achso, ich habe kein Quarzglas mehr. Okay. So, 4K. Und dann eine 4K Crafting Storage. 2 Stück. 1, 2, 3, frei. 1. So, dann brauchen wir noch ein paar Co-Prozessoren. 1, 2, 1. Okay. Gut, dann davon noch ein paar. Und ich habe keine. Ja, doch, gerade noch richtig. So. Wo sind die Co-Prozessoren? Ups.
Crafting Unit. So. Jetzt müssen wir die natürlich noch anbinden. Wartet mal. Irgendwas fehlt mir. Irgendwie fehlt da noch was. Crafting Unit. Wieso zeigt er mir die nicht an, wenn ich die oben suche? Weil ich habe ja zwei hier drin. Nee, nicht Creative. Die will ich. Was fehlt mir denn hier? Calculation Prozessor. Okay. Okay, das geht eh nicht. Nö, dann sind wir auch soweit durch, glaube ich. Dann können wir die anbinden. Ups, das war so nicht geplant. Kabel brauche ich. Ich habe keine Kabel mehr. Okay. Kabel, Fluix. Da haben wir sie. So. Zack. Zack, zack. Zack, zack. So, die sind jetzt Device online. Sehr schön. Crafting, also wir haben jetzt drei Crafting Units. Mit jeweils einem Crafting Prozessor. Dann brauchen wir. Interfaces brauchen wir. Ich brauche erstmal, warte mal, Calculation waren das, ne? Haben wir noch Pure? Pure. Certus. Certus. Certus Dust und Sand. Zack, 30. Einmal kurz. Ups, das war falsch. Einmal kurz in die Chamber damit. So, das kann weg. Das kann auch alles erstmal weg. Der Dirt auch. Die bleiben hier. Und wie weit seid ihr? Fertig. So, habe ich hier jetzt noch Silikon drin? Ne? Nö. So, einmal die. Dann Silikon. Habe ich kein Silikon mehr? Puh. Silikon. Wie war das jetzt? Redstone Furnace. Induction Smelter. Crusher, Manufacturer. Alloy Smelter. Quartz im Alloy Smelter. Okay. Quartz. Aber ich glaube, im Furnace-Modus war das, ne? Silikon. Ich glaube, das war beim Furnace-Modus. Segmel. Nee. Im Furnace-Modus? Ich glaube ja. Ja, im Furnace-Modus. Alloy-Smelter, Furnace-Modus. Gudi. Dann lasse ich hier jetzt gleich mal ein bisschen Silikon produzieren und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Freunde. Bye, bye.